Moment den Eindruck, du hättest dich bewegt. Oder der Sohn läuft zum Vater, Papa, Papa, der Postbote bumst die Mami. Der Vater, mein Gott, der Trottel, der hat doch gar keinen, ist doch gar nicht verpflichtet dazu. Zwei Junggesellen schwören sich, niemals zu heiraten. Als sie sich nach vielen Jahren wieder treffen, stellt sich heraus, dass der eine doch geheiratet hat. Spinnst du? Wir haben uns damals geschworen, niemals zu heiraten. Ja, weißt du, ey, jeden Tag im Puff gehen, saufen, das Geld verprassen, das hat mir nicht mehr gefallen. Ja, und heute? Nur heute gefällt es mir wieder. Ja, man macht ja ein paar Bekanntschaften so in seinem Leben, bis man sich für ewig bindet. Und Paare merken auch dann irgendwann, dass sie gut zusammenpassen. Oder auch nicht. Ich erinnere mich an eine Sache, da war klar, hier besteht ein Missverständnis. Abends schön in der Bar gesessen, mit so einer netten Frau. Die Getränke habe ich ausgegeben, das muss man schon machen. Dann habe ich sie auch das erste Mal nach Hause gebracht. Ich habe ihr Fahrrad auch hochgetragen, bis in den fünften Stock. Sie hätte auch ruhig mal absteigen können. Ja, und dann ungefähr eine Woche, da gab es Streit, den ersten richtigen Streit. Da sagt sie, Bernie, denk doch mal nach. Wie bitte? Nachdenken? Was soll denn das jetzt? Als Gott das Gehirn verteilt hat, da haben wir die Männer gesagt, ja, pack's in den Sack, wir nehmen's denn mit. Ja! Ja, ich meine, wenn einer vor Ihnen steht, der kratzt sich nicht, der denkt nach. Und dann haben wir auch das Lernen auf zwei Beinen, das Gehen auf zwei Beinen gelernt, damit wir in die Kneipe gehen können, an den Tresen uns ein Bier bestellen. Und wenn wir dann genug getrunken haben, dann gehen wir auch wieder nach Hause auf allen Vieren. Und sind glücklich. Ja, aber dann nach einer Woche haben wir es doch noch mal probiert. Ja, wir sind schwimmen gegangen. Beide das erste Mal nackt. Enttäuschung auf beiden Seiten. Ich habe ganz schnell reagiert und habe mit dem Edding erstmal die Problemzonen eingezeichnet. Man merkt, man denkt gar nicht, wie schnell so ein Stift alle ist. Ja, die Beziehung war auch zu Ende und darum die Seele macht nur Glück und mir. Ja, liebe Damen und Herren, danke sagen wir Bernie aus der Paulstadt und eine Barrierenrunde ist das Mindeste. Bitte ein Klatschmaß für Bernie. Bring, Brüderlein, bring, bring auf die Stelle zu Hause.
Strandmixen ist die Zauberformel. Lass uns